Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin euch noch etwas schuldig und zwar habe ich neulich von den grandiosen Ibis Schokobrötchen geschwärmt. Ihr habt das Video hoffentlich gesehen, wenn nicht, Asche auf euer Haupt, holt es gefälligst nach. Und habe gesagt, dass auch die Milchbrötchen von der Firma so ein Kindheitsding von mir waren. Ich habe auch Instagram, wie manch einer von euch vielleicht weiß, und ich habe das auch gepostet. Und da müssen die Leute von Ibis das irgendwie spitz gekriegt haben, dass ich da ein Video gemacht habe. Da haben sie mich auf Instagram angeschrieben. Ich habe die, glaube ich, auch markiert. Okay, haben sie wahrscheinlich so spitz gekriegt. Die haben sie mich angeschrieben, oh hier, schön, wir haben ein Video gesehen, gefällt uns gut. Selbstverständlich gefällt es ihnen gut. Ich habe ja auch Werbung gemacht in gewisser Weise, wohlgemerkt nicht gegen Geld. Das war meine freiwillige, ich bin selbst in den Rewe gegangen und habe Ibis für 1,80 Euro oder so gekauft. Werbung im Sinne von unbezahlte Werbung gemacht. Und natürlich haben sie sich dann bedankt und sagen, schön, und wir würden dir gerne noch was schicken. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das mit Absicht gemacht haben, damit ich nochmal ein Video mache und die Sachen zeige. Und ja, es ist passiert. Auch diesmal kriege ich kein Geld dafür, aber die haben mir ein paar Sachen zugeschickt, die ich euch gerne zeigen möchte. Und wie gesagt, ich hatte es im Video sowieso gesagt, wo noch überhaupt nichts war mit einer Ibis-Verlinkung. Die Milchbrötchen wollte ich euch auf jeden Fall nochmal vorstellen. Hier habe ich sie jetzt wohlgemerkt gestellt von Ibis. Vielleicht haben sie jetzt extra sowas reingemacht, irgendwie so, keine Ahnung, was... noch leckerer ist als bei normalen Sachen. Nee, wahrscheinlich nicht. Also das wird hier die Supermarkt-Version sein. Und ja, ich freue mich drauf. Ich habe sie tatsächlich auch schon relativ lange nicht mehr gegessen. Viele von euch haben zum Beispiel auch kommentiert, ja, ich kenne auch diese... Muss mal das Fenster zumachen. Ich kenne auch diese Schokobrötchen und sowas. Ich kaufe die immer von Aldi oder sowas. Ja gut, könnt ihr ja gerne machen. Ich verbinde das aber irgendwie immer mit dieser Firma Ibis, dass das für mich so ein Kindheitsding war. Jetzt wollte ich auch gerade... Also nur um es nochmal kurz festzustellen, ich bekomme kein Geld für dieses Video, was man jetzt irgendwie als eine Art Werbevideo interpretieren könnte. Aber streng genommen ist dann ja fast jedes Video Werbung, wobei ich eigentlich für kein Video wirklich Geld bekomme von den Firmen. Von daher betrachte ich persönlich das nicht als Werbung, vor allem wenn man sagt, dass da nur Quatsch drin ist. Aber gut, das ist jetzt wieder ein bisschen fernab des Ganzen. Ich bin mal wieder abgeschweift. Ich wollte jedenfalls sagen, die schauen wir uns jetzt an. Und es gab noch ein, zwei andere Sachen, die ich euch jetzt einfach nur so zeigen möchte, weil ich jetzt auch keine Lust habe, hier alles aufzumachen. Interessanterweise haben die auch so etwas, was sich Panicellos nennt. Ich wusste gar nicht, dass sie auch sowas machen. Und da gab es mal früher eine andere Firma. Die gab es auch, seit ich Kind bin. Die haben auch diese, also ihr kennt die, ihr kennt diese Dinger, die sind so... Wie so ein Schiffchen sehen die aus und haben oben diese Krosse, dieses Krosse oben drauf. Die gab es auch vor vielen Jahren mal von einer anderen Firma. Die waren, glaube ich, in so einer weißen Papiertüte oder so. Und ich weiß auch noch, dass die, glaube ich, auch mal einen Gastauftritt hatten in der Werbung von Letta. Wer kennt diese Werbung noch von Letta? Viele Jahre ist es her. Da wurde sowas in der Art, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das die von Ibis waren. Wobei ich habe erfahren, Ibis gibt es seit 1990. Ich wollte mich nämlich über die Firma informieren, weil ich wissen wollte, wofür steht Ibis. Ich habe es nicht rausgefunden. Stattdessen weiß ich, dass das erste Büro in der Sauna des Gartenhauses der Eltern von einem der Gründer entstanden ist. Ich will wissen, was Ibis bedeutet. Ich weiß es bis jetzt nicht. Wenn es einer von euch weiß, dann schreibt es mir bitte. Jedenfalls, die Firma gibt es schon länger, aber ich glaube, das war von einer anderen Firma. Und da wurde so ein Ding durch die Letta so durchgezogen und die Letta hat sich so in so schönen Dingern vor diesem Knusper-Gebäck, würzigen Gebäck so zu Spiralen gemacht. Das sah so ästhetisch aus. Ja, lang ist's her. Steht auch drauf, 30 Jahre. Ja, guck mal. Also, wir schauen uns jetzt mal die Milchbrötchen von Ibis hier an. Aus entrahmter Milch. Das habe ich mich neulich schon mal bei einer Sache gefragt. Warum macht... Boah, ich gehe das Fenster. Ich habe es nicht ganz zugemacht. Ich habe keine Lust aufzustehen. Warum macht man Werbung mit entrahmter Milch? Alter! Warum macht man Werbung mit entrahmter Milch? Weil eigentlich sollte man ja meinen, dass... Ich weiß nicht mehr, wo es war. Es war bei irgendeinem anderen Produkt, nicht von Ibis. Von wegen, warum macht man nicht Werbung mit aus Vollfettmilch? Weil Vollfettmilch bedeutet tausendmal besserer Geschmack als entrahmte Milch. Deswegen tut mir leid, liebes Ibis-Team. Warum macht ihr hier keine Vollfettmilch rein? Warum, wissen wir alle, es ist teurer. Da sind es auch nicht die einzigen. Aber warum schreibt man das drauf? Ich würde das gerne wissen. Vielleicht, weil sie dadurch suggerieren wollen, dass dieses Milchbrötchen besonders leicht ist und eben nicht Fett. Gleichzeitig machen sie dann aber
Rapsöl zum Beispiel rein. Also dann gleicht sich das ja wieder irgendwo aus. Ich weiß es nicht, liebes Ibis-Team. Ich glaube, wir haben sogar einen YouTube-Kanal. Könnt ihr ja hier kommentieren, falls ihr das seht. Und erzählt mir doch bitte euer Geheimnis. Warum ist da entrahmte Milch drauf? Ich vermute, dass das dann irgendwie so leichter klingen soll. Oh Gott, das riecht schon so lecker. 12 Milchbrötchen aus entrahmter Milch, original französische Feinbackwaren-Spezialität. Da stand nämlich auch irgendwie was, die haben ihre Ursprünge irgendwo auch im Französischen. Vielleicht kam irgendein Vorfahre daher, ich weiß es nicht. Ich konnte das jetzt nicht genau erfahren und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr zu lesen, weil das auf dem Smartphone total blöd zu lesen war. Wir haben Weizenmehl, wir haben was, sorry, aber manchmal ist das so, da verquatsche ich mich einfach. Weizenmehl, Wasser, Zucker, Eier. Aus Bodenhaltung, Freilandhaltung bitte das nächste Mal. Sagt, wenn die Leute von der Qualitätssicherung dann fragen, oh nee, Freilandeier sind teurer. Foodlove hat gesagt, das ist besser. Rapsöl ist drin, wenigstens Rapsöl und kein Palmfett, das ist schon mal gut. Magermilchpulver, Emulgatoren, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäure, Natrium, Stearyl, 2 Lactylat ist auch drin. Speisesalz, Backhefe, Weizen, Gluten zum Binden. Natürliches Aroma enthält Alkohol, Verdickungsmittel, Tara-Kernmehl, Antioxidationsmittel. Tara-Kernmehl wird wahrscheinlich sowas wie Johannesbrot-Kernmehl sein, wobei ich Tara noch nie gehört habe, Tara-Kernmehl. Aber es wird wahrscheinlich sowas in der Art sein. Ihr könnt hier gerne einmal auf die Nährwerte auch draufschauen und pausieren. Ich gehe gleich einmal kurz drauf ein. Hier habt ihr die Zutaten. 336 Kilokalorien, 9,2 Gramm Fett. Kohlenhydrate und Zucker sind auch drin und 8,9 Gramm Eiweiß, Zucker 13,7, also nicht so viel und ein bisschen kommt ja auch von dem Magermilchpulver, was drin ist. Genau, die hatte ich euch gerade gezeigt, dann bin ich schon wieder abgeschweift. Was sie mir auch geschickt haben, die waren auch schon mal in einer Brand News Box, Mini-Zitronenkuchen. Könnte ich eigentlich gleich auch mal reinbeißen, oder? Ich habe... So Zitronenkuchen können geil sein. Oh, die riechen auf jeden Fall schon mal gut. Oh, guck mal, wie schön locker die innen drin sind. Sieht gut aus. Boah, jetzt in so einen Kaffee rein. Lecker. Schön saftig. Ein bisschen mehr Zitronengeschmack wäre vielleicht geil. Aber sonst sehr gut. Worauf ich mich sehr freue, sind diese Lavaschbrote. Ich liebe diese Art Brot. Das ist ja einfach nur Brot, ursprünglich zumindest mit Salz, Wasser und Mehl, sonst gar nichts. Auch sowas wie Hefe ist da selten drin. Wenn Ibis das macht, ist ein bisschen mehr drin, ein bisschen sehr viel mehr. Aber muss ja auch lange haltbar sein, muss man da auch wieder bedenken. Werde ich jetzt hier im Video nicht zeigen. Ich bin aber einfach so frei und sage, dass das gibt. Und hauptsächlich habe ich eben etwas, worüber ich reden kann. Denn sowas kriegt man oft bei so arabischen Marktständen, arabischen Geschäften. Da kriegt man das auch deutlich frischer. Kauft euch das unbedingt mal. Richtig lecker und wie gesagt, wenn ihr es im Supermarkt seht, dann könnt ihr bestimmt auch das hier ausprobieren. Ich kenne das hier nicht, von daher keine Ahnung, ob Ibis das gut gemacht hat. Ist auf jeden Fall richtig lecker. So, jetzt kommen wir zu den Milchbrötchen aber mal. Sie riechen so richtig schön hefig. Guck mal, wie goldig sie aussehen. Die kann man übrigens auch, die habe ich früher immer literweise in Milch reinhalten, warten, bis es sich aufsaugt. Und dann, ich habe leider keine Milch da, die ist aus, deswegen kann ich das jetzt nicht machen. Schön ins Glas rein, warten, dass die Milch so aufgesaugt wird. Und dann muss man muss nur diesen Punkt abpassen, dass nicht so viel Milch drin ist, weil sonst bricht das so ab, macht plöpp und fällt ins Glas rein. Und es gibt eine riesige Sauerei. Immer noch so trashig wie früher. Ich finde sie super lecker. Ich erinnere mich, glaube ich, auch, dass ich sowas wie Schokomark früher gerne da drauf gemacht habe. Also ne, so Nuss-Nougat-Creme oder sowas. Super lecker. Ich finde, am besten aber, wenn man Milchbrötchen oder auch Milchhörnchen vom Bäcker einfach in Milch reintaucht, das ist irgendwie immer noch dann doppelt milchig. Das ist sogar hergestellt in Frankreich. Oh, das ist aber irgendwie enttäuschend. Ich dachte, das ist eine deutsche Firma, die ihn auch in Deutschland produziert. Ha. Na gut, dann könnte man es wenigstens als richtig französisch bezeichnen. Also, Ibis Milchbrötchen, eure Geschichten zu Milchbrötchen aus der Tüte, sei es jetzt Ibis oder Aldi oder sonst irgendwas, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Mir schmecken sie nach wie vor gut. Man muss sie in Milch tauchen, dann sind sie noch geiler. Und einfach die Farbe schon, sind so richtig schön goldig.
Ja, das dazu und mehr habe ich dazu auch eigentlich nichts zu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, macht's gut und ciao.